Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, wir gehen weiter. Aber erstmal gucken wir im Inventar, was haben wir Neues? Einen neuen Dolch. Auch alles nicht mit anfangen. 33. Ich muss neu ausrüsten. Ist hier irgendwas brauchen könnte? Wieder durch die Höhle? Nee. Dann mal Eisen. Und hier sortieren, da. Eigentlich. So. Nutzt es weise. So, brauchen wir später was. Die Ritter der Reue meinen, sie wüssten, was da draußen ist. Sie glauben, ihr Licht reicht aus, um sich dem zu stellen. Sie werden wohl überrascht sein. Wetter. Dann können wir weitergehen. Können wir wieder neu. Ach, hallo. Mit. Oh, brauche mehr Energie. Gehen. Ich bin bisschen kuscheln. Sie erheben sich aus den Gräbern. Habt ihr dieselben Zeichen wie ich gesehen, Fremde? Ermida? Die Hölle kommt und mein Volk ist nicht bereit, sich ihr zu stellen. Noch nicht. Aber ihr seid bereits stark.
Tretet vor. Also, schon da oben. Danke nicht, dass ich gegen die kämpfen muss. Ich hab nicht genug Energie. Alles mir, alles. Das ist noch ein. Noch einer. Weiter geht's. Nur einer von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Also lasst uns für einen Moment den Sturm genießen. Ah, die Musik der Natur. Die Toten bringen in diesem Moment euer Volk um. Einige werden sterben, ja. Aber das ist der Weg der Natur. Sie ist ein Schmelztiegel. Sie verschlingt die Schwachen und macht die Starken stärker. Und die Überlebenden werden dieses Land vor der Hölle retten. Die Lügen der Dämonen blenden euch. Nein, nein, das ist meine Entscheidung. Lilith hat mir nur die Macht gewährt, zu tun, was getan werden muss. Und was habt ihr ihr gegeben? In der Wildnis muss man sich alles verdienen, selbst Wissen. Zeigt, dass ihr würdig seid und ihr erhaltet eure Antworten. Hier muss ich hin. Ah, da. Wieder. Okay. Jetzt nicht beschaden. Jetzt geschützt. Soll es sein.
Was habt ihr Lilith gegeben? Ich habe ihr von den Schutzmechanismen um Astaroths Gefängnis erzählt. Wie man sie überwindet. Warum? Mein Volk hat vergessen, was nötig war, um Astaroth zu besiegen. Sie müssen es wieder lernen. Wenn sie ihn nicht besiegen können, wie sollen sie sich dann der ganzen Macht der Hölle stellen? Was kann das werden? Nutzlos. So, wo ist er hin? Ich muss wieder zu. Rück. Sicherheit. Mein Hammer singt bei eurer Rückkehr. Und? Sie hat nun hoffentlich Frieden gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Heldenmut und Opfer sind im Lauf des Schicksals oft miteinander verbunden. So sprach meine Mutter. Ich muss Vater erzählen, was geschehen ist. Was Lilith getan hat. Wir können nicht zulassen, dass sie noch mehr zerstört. Ja, dann macht er. Ich glaube, jetzt kommen wir zu den nächsten ab. Wieder da runter. Also mal ein paar Aufträge machen. Einige unserer besten Jäger sind nicht aus den Hügeln zurückgekehrt. Sind selbst zur Beute geworden, als der Nebel mit Hunger kam. Jetzt liegen ihre Leichen offen da, den Aasfressern ausgeliefert. Das ist aus so vielen Gründen falsch. Sie sollten mit Talismanen des Übergangs markiert werden. Die Riten der alten Sitten, um ihnen Frieden zu bringen. Unser Land ist euch wohl vertraut und ihr seid so tapfer wie die, die wir verloren haben. Könnt ihr sie in die wahre Ruhe geleiten? Okay, warte mal. War auch noch an. War auch noch fertig. Ei, ein Dieb namens Darsel hat sich mit den Rittern eingeschlichen und sich als Söldner ausgegeben. Hat etwas gestohlen, das mir gehört. Vor 2 Wochen wurde ein gesundes Kind geboren. Gloran Faya sei gepriesen. Doch die Mutter ist schwach. Darsel hat den Runen-Talisman gestohlen, den ich ihr zur Heilung überlassen hatte. Der Bastard wollte vermutlich nur schnelles Geld machen. Er könnte Mutter und Kind damit verdammt haben. Kümmert euch um ihn und bringt den Talisman zurück. Okay. Gehen wir weiter. Wir müssen schon alles mitnehmen. Meine Familie lebt in Korbach, am Ufer. Dort ist die Lage schlimm. Es gibt nicht genug Essen für alle. Ich bin hierher gekommen, um etwas Geld zu verdienen. Vielleicht etwas Essen zu schicken. Aber ich kann mir nicht leisten, die Arbeit lange genug liegen zu lassen,
um sie zu besuchen. Und ich verdiene nicht genug, um sie zu mir zu holen. Ach. Hättet ihr die Güte, das meinem Sohn Intatk zu bringen? Ich weiß, dass er und die anderen es mehr brauchen als ich. Sorgt euch nicht, ich kümmere mich darum. Okay. Ja. Ah, okay. Bei den zwei. Perfekt. Eine liegt dann eher auf dem Weg. Die wir lieben.
Danke, Macy. Was dann? Ein Wendelring des Schutzes. Ich fertige sie für diejenigen, die allein die Hügel bereisen, und beschütze sie mit den alten Segen. Aber wenn er zurückgebracht wird... Erida sagte, jeder Tod habe einen Sinn. Aber wo liegt der Sinn in diesem? Er war gut, freundlich. Nicht anders als ich oder Papa. Papa sagt, man kann die Straße vor sich nicht erreichen, wenn man nicht auf seine Füße achtet. Wie erreicht man die Straße, wenn man seine Füße verliert? Ich hoffe, sie erkennt jetzt ihren Fehler. Auch wenn das Licht verblasst, wir werden nicht erliegen. Unsichtbar, unhörbar, wir sind geblieben. In Gedenken an die, die wir lieben. Oh, ihr seid zurück. Danke. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Dich. Weg. Dann lass mal. Ich kann nicht sprechen. Schmiede. Ich halte meine Schmiede heiß. Kehrt bald wieder. Da. Was ist schon? Folge ist wieder vor. Gerne ein Däumchen da lassen. Danke.